Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Expresso, unserem Morgenmagazin für Selberdenker. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir starten gemeinsam top informiert in den Freitag, den 8. März. Heute ist auch Weltfrauentag. In diesem Sinne alles Liebe an alle Frauen. Ja, wir kommen jetzt zum ersten Beitrag. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht heute Freitag den früheren US-Präsidenten Donald Trump in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Bei dem Treffen werde es um eine Stärkung der diplomatischen und strategischen Verbindungen beider Länder gehen. Ex-US-Präsident Donald Trump und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban unterhalten seit Jahren freundschaftliche Beziehungen, während das Verhältnis des ungarischen Regierungschefs zu US-Präsident Joe Biden von Spannungen geprägt ist. Solche Spannungen gab es vor allem wegen des ungarischen Widerstands gegen den NATO-Beitritt Schwedens, den Budapest erst kürzlich aufgab. Ein Treffen mit Biden wird es nicht geben. Trump will bei der Wahl im November gegen Biden antreten und steuert auf seine erneute Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu. Ja, alle näheren Infos dazu gibt es natürlich auf express.at und wir kommen jetzt zu einem sehr spannenden Interview. Erst kürzlich veröffentlichte sie ihr zweites Buch. Laura Sachslehner ist zu Gast bei Express TV und zusammen mit Herausgeberin Eva Schütz spricht sie über die Themen, die sie in Schamlos, die 10 größten Lügen der Politik behandelt hat. Ich darf heute im Expressstudio Laura Sachslehner begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind Wiener Gemeinderatsabgeordnete für die ÖVP und haben jetzt Ihr zweites Buch veröffentlicht mit dem Namen Schamlos. Und eines der wichtigen Themen, die Sie dort ansprechen, ist die Präventivhaft für Asylwerber. Das ist natürlich sehr umstritten und hat auch für größere Diskussionen gesorgt. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, was konkret ist damit gemeint? Ich glaube, wir müssen alles daran setzen, um Menschen, die unsere Gesetze und unsere Werte mit Füßen treten, so schnell wie möglich dann auch von unserer Gesellschaft zu isolieren. Und wir haben in der Vergangenheit oft gesehen, dass es Menschen gibt, die zu uns kommen, die hier Schutz suchen, aber dann gleichzeitig eben gegen Andersdenkende hetzen, zum Beispiel gegen den Staat Israel hetzen, unsere Grundrechte so nicht anerkennen. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich alle Daumenschrauben andrehen, die wir können. Und da wäre eine Präventivhaft für Asylwerber meiner Meinung nach eine sehr wichtige Maßnahme. Wir haben so etwas bereits so ein ähnliches Modell bereits im türkis-blauen Regierungsabkommen drinnen gehabt und ich glaube, dass das etwas ist, was wir jetzt diskutieren müssen, vor allem, weil wir sehen, dass wir durch die Zuwanderung der letzten Jahre hier wirklich vor einigen Herausforderungen stehen. Rechtlich war das natürlich immer relativ komplex. Wen kann ich dann tatsächlich in Haft nehmen? Kann man das dann an ganz konkreten Tatbeständen festmachen? Natürlich, also so eine Präventivhaft kann nur dann zum Tragen kommen, wenn wir auch wirklich nachgewiesen davon ausgehen müssen, dass jemand ein potenzieller Gefährder ist. Wir sehen, dass wir da in den vergangenen Jahren durchaus einige Fälle hatten, wo wir dann die Schwierigkeit haben, dass wir rechtlich vielleicht nicht sofort abschieben können, weil es entweder nicht möglich ist oder weil es eben Gründe gibt, die das schwierig machen. Und da muss sich aber der Rechtsstaat meiner Meinung nach trotzdem wehren können. Aktuell ist es so, dass wir jedes Mal, wenn es Vorfälle gibt, natürlich sehr, sehr laut in der Bevölkerung den Schrei nach Abschiebung hören. Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass wir etwas tun, dass wir handeln. Und da, glaube ich, muss sich die Politik schnellstmöglich etwas überlegen, dass wir hier auch wirklich handlungsfähig sind. Das heißt, diese Präventivhaft wäre dann vom Zeitpunkt des Vergehens bis zur tatsächlichen Abschiebung. Natürlich, ja. Und das hätte den Vorteil, dass man, also wie ist das zurzeit, jetzt passiert das nicht, das heißt, der dieses Vergehen begangen hat oder was eben potenziell für die Präventivhaft dann in Frage kommen würde, der kann dann wieder untertauchen oder der kann dann ausreisen oder weiß man, eigentlich banal gefragt, findet man den überhaupt noch wieder? Das muss natürlich das Ziel sein. Es stimmt, wir haben aktuell das Problem, dass wir eben viele Menschen auf unserem Kontinent haben, wo wir nicht genau wissen, wo sie sich befinden. Aber sozusagen in dem Fall, wenn ein Asylwerber wirklich auffällig wird, wo wir sehen, der ist eine potenzielle Gefahr, der ist möglicherweise ein Gefährder. Wir können den aber nicht sofort nach Afghanistan oder wie auch immer abschieben. Dann müssen wir uns ja trotzdem einen Weg überlegen, wie wir unser sicheres Zusammenleben sicherstellen können. Und da, glaube ich, wäre so eine Präventivhaft wichtig.
Ein zweites Thema, das Sie in Ihrem Buch ansprechen, ist die von Ihnen sogenannte Ökodiktatur, gegen die Sie sich sehr heftig zur Wehr setzen. Was für Maßnahmen könnte man da treffen, damit es überhaupt nicht so weit kommt und damit auch diese Angstmache vielleicht ein bisschen endet? Ja, wir erleben in den vergangenen Monaten, dass es eben eine Gruppe von Menschen gibt, die das Thema Klimaschutz für sich als so wichtig und als so heilig erachten, dass sie damit rechtfertigen, dass sie völlig am demokratischen Prozess vorbei agieren, dass sie versuchen, mit brachialen Maßnahmen die Gesellschaft zu erpressen, nur weil sie nicht akzeptieren können, dass es eben für gewisse Maßnahmen gerade keine Mehrheit gibt. Und ich glaube, unsere Antwort darauf muss natürlich ein Bekenntnis zu mehr Demokratie sein und dazu, dass wir die Stimme in der Bevölkerung viel mehr hören müssen, als wir es jetzt schon tun, eben zum Beispiel durch verpflichtende Volksabstimmungen ab einer gewissen Hürde bei unterschiedlichen Themen. Und man muss dann natürlich dazu sagen, dass das Thema Klima- und Umweltschutz mit Sicherheit ein wichtiges Thema ist. Das ist keine Frage. Wir sind hier in Österreich auch in vielen Bereichen Vorreiter. Ich glaube, das brauche ich nicht aufzählen, was wir alles in diesem Bereich tun. Aber dass es da eben Aktivisten gibt und zum Teil auch Wissenschaftler, die sich an dieser Panikmache beteiligen und die eben versuchen, dann Politik oder ihre aktivistischen Ideen an der Demokratie vorbei durchzupeitschen, das halte ich schon für sehr, sehr gefährlich. Ist es diese Angstmache, dass man einfach den Menschen Angst macht und dadurch dann rechtfertigt, dass man sich eigentlich völlig undemokratisch verhält? Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Form... Dieses Weltuntergangsszenario, das eigentlich permanent verbreitet wird. Absolut. Ich glaube, es ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Angstmache, die da passiert. Zum einen, wenn man sich anschaut, dass es ja mittlerweile junge Menschen gibt, die sagen, sie haben Angst davor, Kinder in diese Welt zu setzen, weil möglicherweise unsere Zivilisation enden wird. Das sind natürlich Aussagen, die einen erschüttert zurücklassen. Und auch wenn man sich anschaut, es hat zum Beispiel ja schon 1972 den Club of Rome gegeben, wo eine Gruppe Wissenschaftler gesagt hat, dass in wenigen Jahrzehnten sozusagen der Kollaps dieser Welt bevorstehen würde. Und wenn man jetzt heute rückblickend schaut, dann haben sich die Mehrheit dieser Maßnahmen oder dieser Prognosen nicht bewahrheitet. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese Wissenschaftler damals übersehen haben, dass sich natürlich unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft weiterentwickelt und wir Menschen dazu neigen, Herausforderungen eben zu überwinden durch Technologie, durch Fortschritt. Und ich glaube, das muss auch der Zugang sein, den wir heute wählen und nicht die ganze Zeit auf diese Panikmache zu setzen. Glauben Sie wirklich, dass man mit Innovationen, mit Weiterentwicklungen dieses Thema, diesen Klimawandel in den Griff bekommen wird in den nächsten Jahren? Ja, ich glaube, dass das auf alle Fälle der Weg ist, auf den wir setzen müssen. Und ich halte absolut nichts davon, dass man ständig versucht, Politik über Verbote zu machen. Es gibt da Wissenschaftler, die sich eben an diesen Klimaaktionen beteiligen. Die sprechen von einem Verbot von privaten Krankenversicherungen. Die sprechen davon, dass man klar vorschreiben muss, welcher Haushalt wie viel Strom und Wasser etc. verbrauchen darf. Da geht es darum, dass man Verbot von Mengenrabatten zum Beispiel fordert oder Verbot von Fleisch, also jeglicher Konsum von Fleisch. Das sind alles wahnsinnig übergriffige Forderungen und Maßnahmen, die da diskutiert werden, die ja weit in das Privatleben von Menschen hineingreifen. Und von dieser Form der Politik halte ich nichts. Also wenn Sie das jetzt so sagen, kommt es einem ein bisschen vor wie die Rückkehr zum Kommunismus. Sehr viele Verbote, sehr viel Planwirtschaft, eigentlich ein bisschen eine Aushebelung der freien Marktwirtschaft. Findet das in Österreich irgendeine Akzeptanz? Weil die Erfahrung der letzten Jahrzehnte war ja doch, dass die freie Marktwirtschaft eigentlich ganz gut funktioniert und Österreich ein sehr wohlhabendes Land damit geworden ist. Ich bin absolut überzeugt davon, dass die freie Marktwirtschaft uns diesen Wohlstand gebracht hat, den wir jetzt haben und eben dafür gesorgt hat, dass vorige Generationen dieses Land aufgebaut haben, so wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass es natürlich für diese weitreichenden Maßnahmen überhaupt keine Mehrheit in der Bevölkerung gibt. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass das de facto ein Minderheitenprogramm ist. Es ist nur leider, wenn wir uns den Diskurs anschauen, ein sehr lautes Minderheitenprogramm, was uns immer wieder vor die Frage führt, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen muss. Und es gibt leider auf Bundesebene noch einen Koalitionspartner mit den Grünen, der immer wieder dazu neigt, auch genauso in diese ideologische Richtung zu marschieren und mit solchen Maßnahmen zu liebäugeln. Aber es ist jetzt in jeder Umfrage eigentlich die FPÖ vorne. Führt das dann dazu, dass es den Leuten einfach jetzt sehr salopp formuliert, irgendwann zu blöd wird und sie sich von diesem Thema überhaupt, nämlich vom Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das ja durchaus eine große Berechtigung hat, einfach abwenden und sagen, interessiert mich alles nicht mehr, viel zu komplex, viel zu negativ, ich möchte davon gar nichts mehr hören? Ich glaube tatsächlich, dass wir bei der Klimadebatte nicht den Fehler machen dürfen, dass wir die Diskussion darüber diesen beiden Rennern überlassen, weil dadurch, dass dieses Thema mittlerweile so ideologisch aufgeladen und aufgeheizt ist, sehen wir, dass ja genau das überbleibt. Also es gibt auf der einen Seite die,
die das Thema überhaupt leugnen, die eben sagen, das stimmt alles nicht und das ist ein Schmäh. Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die eben sagen, der Klimaschutz heiligt alle Mittel, quasi jedes Mittel ist recht. Und das ist noch immer schief gegangen, historisch betrachtet. Der Weg heiligt, also das Ziel heiligt alle Mittel, hat noch nie funktioniert, hat immer in einer Katastrophe und eigentlich auch immer in einer Diktatur geendet. Absolut. Und es gibt ja auch einige wenige, die sogar mit so einer Art Ökodiktatur liebäugeln und die davon sprechen, dass man demokratische Gremien aushebeln sollen. Es gibt Klimaforscherinnen, die fordern in Gastkommentaren öffentlich Haftstrafen für Politiker, die keine Klimaschutzmaßnahmen setzen. Also das ist schon alles wirklich absurd und natürlich verliert man da auch die Breite der Bevölkerung in dieser Diskussion. Ein drittes Thema, das finde ich ganz spannend, ist vor allem jetzt in Bezug auf den Weltfrauentag, ist die von Ihnen geforderte oder angedachte Oma-Karenz. Was bedeutet das? Das heißt eigentlich, dass Omas oder Opas die Kinderbetreuung übernehmen, was ja jetzt auch schon passiert, aber der Vorteil wäre, sie wären sowohl bezahlt als auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert. Genau, in Ungarn gibt es dieses Modell bereits, dieses Modell der Großelternkarenz, wo es eben darum geht, dass man einfach die Betreuung der Enkelkinder durch die Großeltern auch staatlich unterstützt und fördert und die Großeltern dafür auch eine Entlohnung bekommen. Und dafür hat man natürlich den Vorteil, dass beide Elternteile möglichst früh in den Arbeitsmarkt zurückkehren können. Und für viele Familien ist eben das Modell, die Oma oder der Opa passt aufs Kind auf, angenehmer, als man gibt es schon früh in Fremdbetreuung. Das ist einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich finde, seitens der Politik, seitens des Staates sollten wir diese Kinderbetreuungsmodelle einfach so flexibel gestalten wie nur möglich. Das ist natürlich in vielen Familien de facto schon gelebte Realität. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, das auch in staatliche Rahmenbedingungen zu gießen. Was ist die Kritik daran, dass das wieder eher ein konservatives Familienbild fördert, weil eben die Kinder nicht rechtzeitig in den Kindergarten gehen? An diesem Punkt merkt man, finde ich, sehr schnell, wie ideologisch aufgeladen oft auch diese Familienthemen in Österreich diskutiert werden, weil da wird sehr schnell der Vorwurf laut, dass man da natürlich Frauen, Familien, Omas, wen auch immer, wieder zurück an den Herd drängen würde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dass de facto das Auslagern in staatliche Institutionen der einzig richtige Weg ist. Nur in diesem Zusammenhang muss man sich schon die Frage stellen, welche Aufgabe hat denn die Politik? Und ich glaube, wir haben nicht die Aufgabe, die Bevölkerung zu belehren über irgendwelche Modelle, die jeder von uns persönlich am lustigsten findet, sondern es geht ja darum, den Bedürfnissen entsprechend zu handeln. Und wenn wir eben sehen, dass es für Frauen oftmals eben nicht angenehm ist, das Kind schon sehr früh in staatliche Betreuung zu geben, sondern es vielleicht noch keine gibt, weil das Thema ist ja noch immer, gerade in den ländlichen Regionen, ab wann gibt es einen Kindergarten, wie lange hat der offen, wann muss ich mein Kind abholen und so weiter, das ist ja auch alles eine Organisationsfrage. Natürlich, und oft sozusagen gibt es halt eine Oma, die das gern übernehmen möchte und kann, natürlich nur auf freiwilliger Basis, das ist ganz klar, dann sollte man das auch möglich machen, was nicht bedeutet, dass nicht der Ausbau der Kinderbetreuung genauso wichtig ist, keine Frage, aber wir müssen eben flexibel sein und ich glaube, wir dürfen niemanden ein Bild aufzwängen, nur weil es irgendwem in der Politik ideologisch passt. Also ich weiß, dass mit meinen eigenen Kindern, wie sie klein waren, flexibler als eine Oma ist so gut wie niemand. Die bleibt immer da und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich zum Zeitpunkt X bei einem Kindergarten sein muss oder ob ich auch mal eine halbe Stunde zu spät sein kann und ich weiß, mein Kind ist gut betreut. Ja, das ist, glaube ich, für viele schon ein entscheidender Punkt. Und für viele Omas ist das, glaube ich, auch etwas, was sie sich wünschen, was sie gerne machen. Und für die Omas, die es eben nicht möchten oder nicht können, ist natürlich klar, da gibt es dann hoffentlich andere Möglichkeiten. Liebe Frau Sachsener, vielen Dank für das Interview. Ich bin schon gespannt auf das Buch. Und wir verlosen 5 Bücher, 5 handsignierte Bücher und wir würden uns freuen, wenn Sie bei dem Gewinnspiel auch mitmachen. Das ganze spannende Interview gibt es natürlich nochmal auf express.at. Ja, und wir blicken leider zur nächsten Panne, denn eine Boeing 777 der United Airlines hat beim Start in San Francisco ein Rad verloren. Die Maschine mit rund 250 Menschen an Bord, die eigentlich nach Japan fliegen sollte, landete wenig später problemlos in Los Angeles. United betonte, dass Passagierflugzeuge darauf ausgelegt seien, mit fehlenden oder beschädigten Reifen zu landen. Boeing steht aktuell verstärkt im Blickfeld, nachdem im Jänner eine so gut wie neue Maschine des Typs 737-9 Max einen Kabinentür verloren hat. Die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB geht nach ersten Untersuchungen davon aus, dass in dem Fragment 4 Befestigungsbolzen fehlten. Probleme mit Reifen, die ständig extremen Belastungen ausgesetzt sind, gibt es allerdings immer wieder bei Flugzeugen verschiedener Hersteller und Airlines. So verlor im Jänner eine Boeing 757 ein Rad kurz vor dem Start in
Atlanta. Im Februar mussten ein Airbus A319 in Brasilien aufgrund eines fehlenden Reifes landen. Ja, und weiche Landung für den früheren ukrainischen Botschafter der Armeechef Saluschny. Er wird nämlich Botschafter in Großbritannien. Präsident Volodymyr Zelensky habe am Donnerstag die Kandidatur des früheren Armeechefs für den Posten des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Ukraine im Vereinigten Königreich genehmigt. Das erklärte das ukrainische Außenministerium. In der Öffentlichkeit erfreute er sich größter Beliebtheit. Der von den ukrainischen Medien als eiserner General bezeichnete Militär wurde zum Symbol für den Widerstand des Landes, nicht zuletzt, weil es der Armee unter seinen Führung zunächst gelang, die überlegenen russischen Truppen zurückzudrängen. Vor dem Hintergrund der schleppenden Gegenoffensive wurde Saluschny jedoch im Februar als Armeechef abgesetzt. Zelensky hatte dem General laut Medienberichten vorgeworfen, dass es für die Ukraine an der Front gegen Russland nicht wirklich voranging. Ja, und am gestrigen Donnerstag erlebte René Benko seine wohl bisher bittersten Stunden. Der Gründer der verschachtelten Signa-Gruppe von Forbes hat über Jahre als mehrfacher Milliardär gelistet, musste als Unternehmer beim Landesgericht Innsbruck Insolvenz anmelden. Das berichtet jetzt die Kronenzeitung. Ja, damit ist der 46-jährige Unternehmer auch als Privatperson zahlungsunfähig. Ja, wir kommen zur nächsten Tageszeitung und blicken jetzt auf oe24.at. Dort wird natürlich auch über René Benko und seine Privatinsolvenz geschrieben. Und als nächstes Thema betitelt die Ramadan-Deko sorgt für Wirbel in Favoriten. Die Idee der Kleinpartei SÖZ in Favoriten, eine Ramadan-Deko ähnlich der Weihnachtsdeko am Graben aufzuhängen, sorgt natürlich für viel Wirbel bei vielen Menschen. Selbst VP-Integrationsministerin Susanne Raab schaltete sich via Twitter in die Debatte ein. Das komme für sie nicht in Frage, sagt sie. Ähnlich heftig dagegen wetterten die Favoriten der FPÖ und Wiens VP-Chef Karl Mara. Das wäre ein Symbol der Selbstaufgabe in Favoriten. Fun Fact zur Debatte: Vor einem Jahr stimmten im Favoritener Bezirksparlament die Bierpartei, die KPÖ, die Grünen und SÖZ für eine Ramadan-Deko im Bezirk. Ja, wir blicken jetzt zu den News für Selberdenker auf express.at. Eine neue Story. Medienzar Rupert Murdoch kündigt die fünfte Hochzeit an und das mit 92 Jahren. Er kann es anscheinend einfach nicht lassen. Medienmogul und Multimilliardär Rupert Murdoch wagt sich nach seiner Scheidung von Ehefrau Nummer 4 Supermodel und Ex-Gattin von Rolling Stones-Ikone Mick Jagger, Jerry Hall, noch einmal vor dem Traualtar. Neue Mrs. Murdoch wird die Molekularbiologin Elena Schukova. Ja, und auf express.at wird auch über die SPÖ Kleingärten geschrieben. Ermittlungen gegen drei Personen im Fall von den Grundstücksgeschäft mit Kleingärten in Wien-Donaustadt hat die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen gegen drei Personen eingeleitet, und zwar wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. In der Causa geht es nämlich darum, dass SPÖ-Funktionäre Parzellen besitzen sollen, die durch Umwidmungen an Wert gewonnen haben soll. Alle Details dazu natürlich auf express.at. Ja, und zu guter Letzt blicken wir noch gemeinsam zu unserem Wetterupdate. Das Tief in hohen Schichten über der Osthälfte Österreichs schwächt sich weiter ab. Damit halten sich südlich des Alpenhauptkammes sowie im Osten anfangs noch Störungsreste mit Schneeregen. Die Schneefallgrenze liegt dabei am Vormittag um 700 Meter. Im Westen ist es hingegen veränderlich bis gering bewölkt mit sonnigem Wettercharakter. Die Sonne kommt ab Mittag auch im Osten hervor, allein im Süden hält sich dichte Bewölkung mit ein paar Regentropfen und Schneeflocken. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und bläst an der Alpennordseite lebhaft. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 15 Grad, mild bei einsetzenden Föhn im Westen. Ja, das war's mit dem Wetter. Alle weiteren Top-News gibt es wie immer auf express.at, und wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Freitag.